Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life Opposing Force. Wir haben uns hier durch ein paar Black Ops gekämpft und wollten jetzt hier durch das Loch krabbeln. Und wie ihr hört, ist meine Stimme gerade nicht so toll. Ich nehme aber trotzdem auf, weil ich einfach Lust habe, Opposing Force zu spielen. Ah, da wartet ein Freund von mir. Boah, kaum zu glauben, dass sie es an den maskierten Freaks vorbei geschafft haben. Die Scharfschützen haben uns ja ganz schön festgenagelt. Wir haben einen Ausbruch versucht, aber die wissen, dass wir hier sind. Wir warten einfach nur auf ihre Schüsse und diese Bastarde sind geduldig. So, erstmal will ich diese Batterie hier haben. Bitteschön. Scharfschützen, sagt ihr ja. Denen begegnet man am besten Granaten. Das war aber jetzt kein Scharfschütze. Wenn die unbedingt rausrennen wollen. Einer für die Pfanne. Ist ein Scharfschütze gewesen. Der hält nicht viel auf. Hier ist viel Explosivzeug. Ich habe Angst, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie das Explosivzeug in dieses Gebäude. Mit dem vielen Explosivzeug in im normalen Half-Life. Aber hier haben wir den Scharfschützen erledigt. Der hat uns ganz schön zugesetzt. 58 Energie haben wir nur noch und der hat uns nur zweimal getroffen. So. Schauen wir mal. Laden lassen die Energie, dass wir wieder schießen können. So. Das war er. Ich erwarte ja, dass jetzt hier der nächste Scharfschütze kommt. Das nicht unbedingt, aber hier sind noch andere. Interessant. Das Zeug hier draußen ist nicht explodiert. Die Granate von dem hat nicht die Mine in die Luft gejagt. Höchst interessant. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir jetzt nicht hier hin müssen. Okay, so kommen wir da nicht rein. Okay, dann schauen wir mal. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, kommen wir doch, wenn wir einfach alles in die Luft jagen. Okay, ja, okay, jetzt sind wir hier drauf gegangen. Das laden wir nochmal. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert, wenn ich einfach hier die Kisten in die Luft jage. Nix. So viel zum Thema die ganze Vorsicht. Die ist nämlich umsonst. Solange wir nicht in die Luft gejagt werden damit. Wow. Die sind richtig hart. Okay. So.
mir sicher, dass da noch einer war. Da ist er. Hey. Ich wollte gerade sagen, hat er sich selber in die Luft gejagt? Hat er aber nicht. So. Die beiden Batterien. Keine gute Energie, aber genau wo ich mich rumdrehen wollte. Ja, und jetzt bis zu Ende. Der lebt noch. Man hört ihn schließlich noch. Das war's. Oh. Oh, die Waffe von dem geht auch auf die Gegner los. Beziehungsweise sie geht auch auf mich los. Das war eigentlich eher das Wunder gewesen. Dass auf die Gegner losgeht, das haben wir eben schon gesehen. Aber dass sie auch auf mich losgeht, da ich ja so eine Waffe in der Hand halte, ich hätte jetzt erwartet, dass die niemanden angreift, der einen Kumpel von ihr sich hält. Sie einfach davon ausgeht, dass ich ein Freund bin. Deswegen gut, dann hier runter mit uns. Moment, die kennen wir schon. Au. Ich probiere es mal mit den Granaten hier. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach der Rückweg, der versperrt wird. Nö. Wahrscheinlich oben. Okay, das war sehr unklug. Okay, der Witz ist, ich sehe hier gar nichts. Und hier sehe ich halt nicht weit genug, um mit Explosivstoffen zu hantieren. Ich gehe davon aus, die hier hat nicht genug Wumms. Reden wir einfach mal von dem Vieh weg. Das hilft auch nicht. Aua. Nein, da bin ich an dem Vieh hängen geblieben. Ich dachte, ich könnte mich dran vorbeiquetschen. Okay. Schauen wir mal weiter. Waffe zum Ausprobieren. Wie sieht es mit dir aus, Freund? Drei Stück. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt sicher sind oder nicht. Ob die wieder zurückkommen. Scheint so, als wenn die tatsächlich wirksam wäre. Ich hätte nur nicht daneben schießen sollen. Jetzt habe ich nämlich keine Munition mehr.
Das war zu langsam. Ich muss ihn erst schießen lassen. So, und jetzt. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich noch Feuerkraft für den, der jetzt hier kommt. So. Jetzt muss ich genau gucken, das ist wahrscheinlich für euch zu dunkel. Das war mega knapp. Und da ist noch einer. Okay, in der Hoffnung, dass der nicht zu uns kann, schieße ich einfach mal drauf. Der kann scheinbar noch nicht mal zu uns schießen. Ich hoffe, dass wir ihn überhaupt treffen. Gucken wir mal mit dieser Waffe. Ja, da kriegen wir Rückmeldung, dass wir treffen. Und das hat auch gereicht. So. Da wir uns nicht selbst elektroschocken wollen, nehme ich die Waffe jetzt aus der Hand. Auch wenn ich da hochschieße. Warum mache ich eigentlich immer Pause in dem Moment, wo ich ausweiche? Puh, das war knapp. Ich gehe davon aus, wir müssen das jetzt hier mit dem anderen Türchen auch noch machen, um sicher zu sein. Ja. Das Schlimme ist, dass die Leichen der Gegner uns im Weg stehen dabei. So. Und jetzt können wir hier rüber. So. Über diesen dünnen Weg. Und hoffentlich etwas Lebensenergie einsammeln. Ja. So. Tatsächlich haben wir auch wieder Energie für diese Teleporterkanone eingesammelt. Ich nehme natürlich meine Lieblingswaffe wieder. Speichern. Und dann schauen wir mal. Okay. Ja, hau ruhig drauf. Wir sind nächstes Mal vorbereitet, mein Freund. Wir haben wieder für die Teleportierwaffe Munition eingesammelt. Das reicht genau für einen Schuss. Einen Versuch haben wir. Der muss sitzen. Sonst müssen wir laden. Das heißt, erstmal schießen lassen. Hallo Freund. Der hat uns noch hauen können sogar. Naja. Ich hoffe, das war der Einzige. Und wie das so ist mit Hoffnung, es muss nicht unbedingt stimmen. Die Waffe ist aber auch nicht übel. Gut, das Speichern eben war keine gute Idee.
Okay, das waren die Mini-Versionen davon. Ich verstehe, das waren Mütter, die ihre Kinder beschützt haben. Für Sachen, die Regierung verbockt hat. Das ist Shepard. Los, weg von der Tür. Ich friss mal durch. Wir werden Ihre Hilfe brauchen. Ist das nicht die Stelle, wo ich gesagt habe, da müssen wir wahrscheinlich runter? Shepard, schön, Sie zu sehen. Für meine müden Augen. Da draußen sieht's übel aus. Diese Dinger kommen aus den verdammten Wänden raus. Man kann sie nicht umgehen. Sie kommen einfach immer wieder. Hab von der heftigen Schießerei vorne am Damm gehört. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt. Besser wird's nicht, das ist mal sicher. Und die könnten unsere Hilfe bestimmt gebrauchen. Nun schauen wir mal. Mann, ist das schön, noch jemanden in Uniform zu sehen. Ja. Genau, Corporal, ich bin direkt dahinter. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. So. Wenn wir hier lebendig rauskommen, gebe ich euch allen eine Runde Bier aus. Quatsch! Ich kauf die ganze verdammte Bar! Ich bin ein Naturtalent. Feini. So, dann mal weiter. Und das zurück ist, weil wir wissen, die Waffe wird später zu. Rennt später auf uns zu. Und wir haben nur noch 8 Lebenspunkte. Haben wir noch? Das war ein Treffer. Mist. Ich habe ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Roger, alles klar. Mist, Mist, Mist. Überprüft eure Zone. Los, Bewegung! Brauche Sperrfeuer! Hat's geschafft. Er hat's geschafft, ihn zu töten, bevor er gestorben ist. So, jetzt bleibt doch das hier stehen. Dringend benötigte Lebensenergie. Ich gehe davon aus, die wollen, dass wir hier mit Ruhe durchlaufen. Mist. Das ist jetzt das Blöde, dass wir nur noch einen einzigen
einen einzigen Treffer abbekommen können. Ich sagen hochspannend, weil wir mit einem Treffer tot sind. Na los. Das war eben übrigens die Granate, dieses grüne Ding. Ah, ich vergesse den immer. Der nächste. Hier schon mal nicht. Okay, das heißt, hier können wir wieder keine Lebensenergie holen. Okay, links ist nichts, rechts ist nichts. Die Ecke ist eher hier. Und dahinter so einer. Gut, gut zu wissen. Da müssen wir also. Der ist weg. Und der auch. So, gucken wir mal hier ums Eck. Da ist zu. Und da, wo dieser Freund stand, da geht's weiter. So, wieder einen Abschnitt geschafft. So, meine Maushand ist nass geschwitzt hier. Oh je. Oh je. Der wird sich befreien. Er wird sich befreien und wir müssen entweder irgendwie umbringen. Ich glaube, das ist wieder so ein Rätseltod. Also abschießen kannst du den üblicherweise nicht. Da speichere ich jetzt hier mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen hier unseren Barnacle anhängen.
Ja. Das haben wir doch noch überlebt. Glück gehabt, würde ich sagen. Da hinten steht übrigens G-Man und das ist, glaube ich, genau der Damm, an dem wir mit Gordon Freeman durchgegangen sind. Nun, hier geht's nicht weiter. Ah. Den Damm sprengen. Der ist ganz schön auseinandergeflogen. Wie gesagt, typischerweise Rätsel. Tode, Rätselgegner. Okay. Das ist ein eindeutiger Hinweis, was zu tun ist. Und hier werden wir jetzt von dem Wasser weitergetrieben. Wir kommen wahrscheinlich hier raus. Jawohl. Shepard, ich weiß nicht, was diese Black Ops vorhaben. Aber jedenfalls haben sie kein Interesse daran, uns hier lebendig rauszuholen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Also dann los. Also dann los. Da ist er weg. Heilung. Meine Freundin hat es schon erwischt. Oder stehen die da nur rum? Die stehen da nur rum. Ganz klar. Nix wie raus hier. So. Die Musik fällt aus. Das klingt so, als wenn die Stelle vorbei wäre. Hier darf ich nicht die Elektrowaffe nehmen, weil ich mich sonst selber schocken würde. So, und weiter geht's mit der tollen Elektrowaffe. Ich konnte nicht richtig erkennen, was das ist. Das sieht aus wie eine Schützenstellung. Ah, das ist die Mörserstellung. Er hier schießt mit dem Mörser auf uns. Also hatte ich recht, am Anfang in die Richtung zu schießen. Ich habe noch nicht gesehen, dass da jemand ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da hoch muss, um das hier freizusprengen. Nein, ich komme hier einfach rein. Ich bleib hier und warte auf weitere Befehle. Raus jetzt, Corporal! So, Heilung und Energie. Adrian, bist du das?
Hör mal, wir haben uns auf der anderen Seite des Felds verschanzt, aber eine Gruppe von Black Ops hat uns hier festgenagelt. Wir öffnen dir die Bunkertür, aber beeil dich ein bisschen. Die Bunkertür. Nein, das ist er nicht. Unseren Freund haben sie wohl erwischt. Ah, da ist die Tür. Wir hätten uns natürlich auch einfach beeilen können. Gehen wir mal davon aus, dass der Weg hier lang führt. Die Kisten sind nämlich conveniently hier. Das hier hinführt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, was die Woche bringt und sehen uns nächste Woche wieder und schauen dann, wo uns das hier hinführt. Ciao, miau!